Jetzt ist die Frage, kann ich bei Cornelia überhaupt anlegen? Das, ich glaube, da war ein Hafen, aber ich bin mir da auch jetzt nicht mehr 100% sicher. Ja, da war ein Hafen. Quasi ist das eher eine Schnellreise als alles andere. Dieses Boot. Wir könnten sie fragen, wenn wir irgendwie Fragen hätten. Also momentan kommen wir ja ziemlich gut aus Blink. Steigert die eigene Ausweichfähigkeit. Aber das war nicht irgendwie Schwarzmagie, dass uns jetzt Fokus schlaf, Feuer. Okay, wir müssen einfach Antidiots kaufen. Kann ich welche hier kaufen? Wo war denn der Krämer? Hier. Wo der Hansel davor steht. Hansel, geh weg. Der Antidiot. Kaufe ich mal ein paar. Die dürften ja erstmal. Ja, warte. Nee. Komm mit den Tasten gerade nicht zurecht. So, 40 Stück dürfen ja erstmal reichen. Ich gehe auch ins Innen kurz, damit ich geheilt bin, damit wir direkt weiter können. Ich mag die Musik wirklich gern in dem Spiel. Hat wirklich, ich meine, ja, es ist das erste Final Fantasy, aber das hat alles so ein ganz oldschool Feel an sich, ohne direkt wie scheiße auszusehen, um ehrlich zu sein. Weil NES-Rollspiele, die sehen alle nicht so geil aus. Okay, wir könnten, ich guck mal, so wie es hier alles aussieht. Können wir nicht lang, dafür brauchen wir, glaube ich, ein Kanu oder so. Da könnten wir anlegen. Aber wo ist da der Witz? Wenn man so ein riesiges Gebiet zum Begehen hat, man einfach mit dem Schiff dahin reist. Ich finde es schön, dass es nicht so viele Random Encounter gibt auf hoher See. Finde ich echt nett vom Spiel. Okay, er ist mega stark, der hier. Hier müsste dann irgendwo dann Cornelia sein. Oder wo sind wir? Mit B und Select war die Karte. Jetzt ist die Frage, wo war Cornelia? Ich glaube, die Stadt Cornelia, da unten. Also sind wir ganz woanders. Mehr links als alles andere. Aber trotzdem würde ich erstmal ein bisschen weiter die Welt erkunden wollen. Ich habe vergessen, mit Magie und so anzugreifen, weil ich glaube, die sind ein bisschen stärker unterwegs. Das Wedge die nicht so töten kann. Oder doch. Guck mal, sie einfach so zerkloppen, nur Molululu muss auch mal treffen. Die scheinen auch ganz schön stark zu sein, diese Sahagins. Hätte so gern die PSP-Version gespielt oder die Android-Version, weil die echt ein bisschen hübscher aussehen, auch wenn die Android-Version ein bisschen zu aufgeklustert ist. So zu wie sagt man, nicht unscharf, sondern das ist das Gegenteil von pixelig. Also es sieht zu soft aus, zu unkantig, sage ich mal. Das ist einfach seinen Charme so ein bisschen verliert. Da habe ich auch das Problem mit den noch ein Säbel. Ich glaube nicht, dass die Leute hier ein Säbel tragen können. Nee. Du kannst ein Messer tragen. Nein. Trefferchance wird höher, aber eigentlich wäre das Intelligentere, ne? Ich weiß auch gar nicht, wo wir sind, aber das ist ein Gegner, den wir noch nie hatten und das macht mir Angst. Ich würde erstmal den Heizer kloppen wollen. Das einmal so Sahagin angreifen und ich mache mal ein Eis auf den Gaffer.
Okay, er hat mich gelähmt, einfach mal. Okay, mit Lähmung kann ich wahrscheinlich gar nichts machen, ne? Du kannst nochmal den Sahagin an. Okay, das mit der Lähmung finde ich jetzt nicht so prickeln. Geht die auch wieder weg, oder wie ist das? Ja, die geht nach einer Runde weg. Okay, dann... Komm, ja, geh nicht ins Inn. Wir gehen einfach so. Jetzt gehen wir so... eher so ein bisschen Richtung Süden. Südosten. Ja, da... wir tun uns erstmal auf den Hulk hier konzentrieren. Den Hulk-Verschnitt. Den Kasper heilen. Nicht, obwohl... ist das nötig? Nee. Ich sag erstmal nein. Kannst eher angreifen, aber du setzt mal ein Eis ein auf den Hulk-Verschnitt. So, dann angreifen. Du kannst dich mal selber heilen. Du machst mal ein Eis. Ich weiß nicht, ob Eis so viel stärker ist als Feuer und Blitz, weil es ist halt eine Stufe höher, ne? Also deswegen denke ich das jetzt einfach mal. Ich habe auch nicht wirklich geguckt, was die da so alles gemacht haben, weil ich habe mich gemütet und ein bisschen... ich muss das nicht erzählen. Weil es eklig ist. Ich hab ein bisschen Schleim im Hals. Und das, den habe ich rausgeholt. Indem ich gehustet habe. Ja. Lecker, ne? Ich hoffe. Deswegen wollte ich das auch nicht erzählen. Wir müssen auf jeden Fall den Werwolf wegkriegen, weil der andere vergiften kann. Gut. Mir ist halt auch kein besseres Wort eingefallen. Ich hätte auch einfach gar nichts sagen können, aber... Naja, ich bin manchmal ein Idiot. Ich weiß nicht, oder kannst du den so... einzeln töten, ohne Magie einzusetzen? Ich will jetzt auch nicht andauernd meine MP verbrauchen. Nee, das tust du nicht. Das Antidiot, das gebe ich nach dem Kampf, ne? Ich ordne mal. Der ordnet nämlich automatisch. Finde ich schon mal gut. Wo ist das Antidiot? Ah, hier ist es. Ich finde es schön, wenn er auf der Oberwelt laufen könnte, weil das finde ich halt ein bisschen kacke, dass er es nicht kann. Okay. Gehen wir jetzt mal hier rechts rum. Schreck. So wie Schreck der tollkühne Held, oder? Eigentlich, ich weiß nicht, wie stark die sind, deswegen setze ich erstmal nicht die Attacke von Molulu ein, weil die tötet ja Untote und die sehen ziemlich untot aus, würde ich sagen. Okay, nächstes Mal mit Molulu angreifen, weil die Magie hat gar nichts getan. Weil die wahrscheinlich gegen Elementarmagie nicht so anfällig sind. Ich weiß nicht, ob Eis da immer Overkill ist oder nicht. Ich hätte, glaube ich, auch einfach mit Wedge zuhauen können, aber egal. Was für ein Level sind wir momentan? 11.
Mit allen. Auch mit Bix, obwohl der mal eine Zeit lang tot war. Okay, dann ist hier Ende im Gelände. Ich mag auch das Overworld-Theme. Richtig gern. Hier erstmal die Werwölfe. Es ist ein bisschen schwer zu... Wenn du von dem ersten direkt zu dem da unten willst, dann musst du ein bisschen komisch lenken. Du kannst dich einfach nach links und dann nach unten da... So einfach geht das nicht. Also habe ich auf jeden Fall gerade gemacht, und dann geht das nicht, oder? Ich glaube, ich habe nach unten und dann nach links und das war, glaube ich, der Fehler. Okay, der scheiß Werwolf lebt dann noch, oder auch nicht? Weil der tut halt weh, indem er vergiftet. Muss gleich mal ein bisschen umheilen. Aber das können wir gleich im nächsten Kampf machen. Erstmal töten wir den hier. Ich denke ja mal, dass nichts passiert. Ich speichere mal aber trotzdem, weil in der letzten Aufnahme habe ich ein bisschen wenig gespeichert, sagen wir es mal so. Und das will ich nachholen, also nicht nachholen, sondern vermeiden, das wenig speichern. Bitte, ja danke. Da braucht nämlich Wedge keine Magie einsetzen. Apropos Magie. Ich wollte ja, dass Mululu ein bisschen heilt. Hier ist kein Werwolf, deswegen können wir ruhig auch heilen. Eine Runde. Wer braucht es denn am dringendsten? Ich würde sagen, Bix. Eigentlich Mululu, weil sie am wenigsten, also im Gegensatz zu maximal HP, am wenigsten hat. Aber Bix ist halt auch ein bisschen angeschlagen. Und der kriegt, glaube ich, auch ziemlich oft was ab. Dass es hier noch keine Reihen gibt, finde ich ein bisschen schade, weil ich möchte gerne meine zwei Magier natürlich in die hintere Reihe setzen, aber die gibt es hier ja noch nicht in dem Spiel. Es kommt erst später in anderen Final Fantasies. Ich weiß nicht, in welches das so kommt. Ich weiß, dass es in dem dritten gibt, aber in dem Remake. Und das weiß ich jetzt, um ehrlich zu sein... Wieso habe ich jetzt einfach mit Wedge angegriffen? Jetzt weiß ich nicht, ob das da gut Standbild. Okay. Was war das Bild? Kack. Wir wurden einfach mal 344 Frames überworfen. Oder ausgelassen, besser gesagt. Die wurden nämlich gar nicht gerendert. Warum das so war, weiß der Teufel. Aber ich hatte auch Standbild, also das war jetzt nicht nur ihr, sondern auch bei mir war das gerade so. Da hörst du mal auf. Ich sollte weiter so ein bisschen heilen. Und ich glaube, das wird schon in dem Gelände. Das kann man so schlecht auf dieser Karte halt sehen. Aber weil man die Bergketten so nicht richtig sieht. Erstmal töten. Warte, ich mach das anders. Weil so werden höchstwahrscheinlich beide ausgeschaltet. Also ich darf nicht nach unten drücken, wenn ich ganz vorne auf einem Monster bin. Ja, toll, jetzt ist Wedge vergiftet. Den müssen wir dann aber auch dringend teilen. Du kannst mal heilen. Du kannst sie vom Gift heilen und du kannst
ihn ganz normal heilen. Und du setzt mal Magie ein. Ich höre ein sehr lautes Brummen. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme auch hört. Ich habe deswegen auch mein Headset abgenommen und ich glaube, das hat man gehört. Zumindest das. Da hat man, glaube ich, ein paar Geräusche gehört. Das hat mich nur ein bisschen verwirrt, dass da plötzlich so ein lautes Brummen da ist. So, und ich glaube, hier ist wirklich Ende im Gelände. Hier können wir nicht mehr viel machen. Eine Echse. Da heile ich noch mal eine Runde. Nehme ich erstmal. Egal. Wir heilen uns sowieso jetzt hier in dem Dorf. Die MP sind auch nicht so schlimm, die wären jetzt sowieso geheilt gewesen. Ins Inn. Man muss sowieso hier ein bisschen mehr grinden als in anderen Final Fantasies, deswegen ist das jetzt alles nicht so schlimm. Also in späteren Final Fantasies muss man eher ein bisschen weniger grinden. Ich glaube, im zweiten Teil muss man auch ein bisschen grinden. Deswegen ist das jetzt nicht so schlimm, dass wir so ein bisschen rumlaufen und nichts tun. Außer kämpfen. Das hilft uns nur. So, das ist wirklich nur dann von Vorteil. Ich guck nochmal, ob unten irgendwie was anlegeplatzmäßig ist. Oder Hafen, würde man sagen. Hier ist nur ein Fluss. Da kann man anlegen, aber jetzt ist die Frage, wo kommt man denn da genau raus? Ich mache erstmal den Gaffer da weg, weil ich keine Ahnung habe, wie stark dieser Gaffer ist. Weil wir haben so selten gegen die gekämpft, deswegen setze ich mal beide, also kämpfe mal beide. Weil wir auf Wasser sind, setze ich mal Blitz ein. Weil ich denke, danke für nichts, weil ich denke, Blitz will den wehtun. Macht das auch Schaden? Nee, das kann ich jetzt nicht sagen, weil es nicht getroffen hat. Welches Spiel war das nochmal? In irgendeinem Spiel habe ich wieso? Okay, ich habe mit den falschen Leuten angegriffen oder was? Aber man konnte den Gaffer auch ganz easy weghauen. Also die sind nicht stark, wie es aussieht. In irgendeinem Spiel, ich habe halt nur ein Video gesehen, eine Review dazu. Und da wurde Miss, also das Fehlen eines Treffers, also das Danebenschlagen mit, also das englische Miss mit Dame, nee, oder Lady oder so übersetzt, also Miss wie halt Miss sowieso, also die Frau hast du nicht gesehen, also Frau sowieso, Miss sowieso, Frau Müller, Miss Müller und so. So wurde das übersetzt mit Lady, weil, also, ja. Ich glaube, das war Lady, irgend so ein weiblicher Begriff auf jeden Fall. Fand ich sehr lustig. Ich weiß, das war in einem der Remakes, die Square rausgehauen hat, beziehungsweise Remasters oder sowas, oder HD-Version von irgendeinem ihrer Spiele. Und da war, glaube ich, das erste Mal, dass es eine deutsche Übersetzung gab, oder es gab eine neue deutsche Übersetzung. Auf jeden Fall sehr komisch, ein altes Spiel so hart zu verkacken mit der Übersetzung. Muss ich heilen, nicht wirklich. Deswegen kannst du einfach angreifen. Mal gucken, wie schnell wir den Ogre da kaputt hauen. Ich hätte gerne DF gehabt, das angreift, aber das reicht ja schon. Weil DF an sich stark ist und den wahrscheinlich auch weggekloppt hätte,
habe aber nicht damit gerechnet, dass Wretch ihn auch verkaut.